Ich begrüße Sie herzlich bei Land und Leben. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ernährung für eine Welt im Gleichgewicht. Wie fair und nachhaltig kann unser tägliches Brot sein? Und wer wird künftig die Welt ernähren? Viele Anregungen dazu kamen von engagierten Persönlichkeiten am Tag der Entwicklungszusammenarbeit in Bozen. Vandana Shiva, die indische Umweltschützerin und Trägerin des alternativen Nobelpreises, kämpft mit den Bauern in Indien gegen Ausbeutung und Abhängigkeit von Agrarkonzernen. Ewald Grünsweil, Milchviehbauer in Oberösterreich, hat gemeinsam mit anderen Bauern die Initiative Faire Milch gestartet, um das Überleben der Höfe zu sichern. Wie fair und nachhaltig aber kann unser tägliches Brot überhaupt sein? Und wer wird künftig die Weltbevölkerung ernähren? Weltweit beschäftigen sich Menschen mit dieser Frage. Viele Anregungen dazu gab es beim Tag der Entwicklungszusammenarbeit in Bozen, wo wir unter anderem auch Vandana Shiva und Ewald Grünsweil getroffen haben. Vandana Shiva, die indische Physikerin und Umweltaktivistin, engagiert sich seit über 30 Jahren für eine gerechte Welt und gegen Hunger und Armut. Sie ist Trägerin des alternativen Nobelpreises und berät Regierungen und bedeutende Organisationen weltweit. In Indien tritt sie den großen Agrar- und Chemiekonzernen entgegen, die sie verantwortlich macht für die Ausbeutung der ländlichen Bevölkerung und die Zerstörung von Natur, Umwelt und Landwirtschaft. In der Landwirtschaft sehen wir das ganz deutlich. Wir zerstören die Böden, die uns Nahrung geben. Wir zerstören die Artenvielfalt, die Bienen und andere Bestäuber. Wir zerstören unsere Gewässer, alles, was uns Leben und Nahrung gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, egal was die Agrarindustrie verspricht, die einzige Nahrung, die wir brauchen, kommt von den Böden richtiger Bauern. The only place where real food comes from is from the soil and real farmers. Nicht die großen Konzerne, sondern die vielen kleinbäuerlichen Familien garantieren die Ernährung der Zukunft. Im Norden Indiens hat Vandana Shiva vor 25 Jahren die Organisation Navdanya gestartet, für den Erhalt und die Vermehrung von traditionellem Saatgut und für die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft, gegen Monokultur und gegen Gentechnik. 650.000 Bäuerinnen und Bauern arbeiten bei Navdanya. Ihre Botschaft heute: Es braucht schnell eine Kehrtwende des Systems, der Landwirtschaft und der Wirtschaft allgemein. Die Konzerne machen Profite, indem sie uns belügen. Es ist nun an der Zeit, zur Wahrheit zurückzukehren, was diese Ausbeutung wirklich kostet, unserer Gesundheit, unserer Umwelt und Landwirtschaft und der gesamten Gesellschaft. Damit prangert sie, wie auch Papst Franziskus bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung, den Raubbau an der Natur an. Und sie fordert das, was sich auch die Mitgliedstaaten der UN-Generalversammlung bis 2030 zum Ziel setzen, nämlich Armut und Hunger zu beseitigen und eine gerechte wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Wir brauchen eine neue Landwirtschaft, die sich viel stärker der Ökologie verpflichtet und den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommt. Wir brauchen eine neue Wirtschaft, die Arbeitsplätze sichert, Zufriedenheit generiert, ein System, das den Menschen und die Nahrungsmittel nicht auf Rohmaterial reduziert, mit dem der Weltmarkt gefüttert wird. Deshalb müssen wir eine neue Demokratie gestalten und diese Wende wird nicht von oben kommen, sie wird von unten genährt. Die Verantwortung liegt also bei uns allen, bei Produzenten und Konsumenten, die, so Vandana Shiva, durch bewusstes Entscheiden und Handeln diese Wende herbeiführen können. Das erste ist, wir vermehren unser eigenes Saatgut, etwa im eigenen Garten. Wenn Sie Bauer sind, können Sie die Vielfalt im Anbau erhöhen. Bauen Sie nicht einfach nur Äpfel in Monokultur an. Reservieren Sie einen Teil der Anlage für verschiedene Pflanzen, zum Beispiel für Getreide, um das eigene Brot zu backen. Wenn Sie kein Bauer sind, dann vernetzen Sie sich mit Bauern der Umgebung. Verzichten Sie auf minderwertige Nahrungsmittel aus den Supermärkten. Bauen Sie über eine Gemeinschaft die Versorgung mit Lebensmitteln und Saatgut auf. So, adopt a seed, adopt a farmer and create new food communities that are based on biodiversity.
Das Beispiel Gentechnik beweise, dass Bürgerinnen und Bürger eine Entwicklung auch aufhalten können. Vandana Shiva ist überzeugt, dass die Wende so oder so eintritt. Die Wende ist unvermeidlich. Entweder weil alles zusammenbricht und aus dem Chaos wieder etwas Neues entsteht, oder wir wachen auf, bevor alles zerstört ist, und entwickeln ein neues Bewusstsein und Solidarität. Und wir bauen eine neue Demokratie und eine neue Wirtschaft auf. Faire Produkte zu fairen Bedingungen für jene, die sie anbauen und herstellen, und zu fairen Preisen für jene, die sie kaufen. Das ist das Motto der Weltläden. In Südtirol wurden die ersten Weltläden bereits vor 30 Jahren ins Leben gerufen, mit einem steigenden Angebot an Lebensmitteln aus allen Teilen der Erde. Faire Preise, das verlangen immer mehr auch die Bauern in Europa. Vielfach sind die Preise noch gestützt, doch das wird nicht so bleiben. Beispiel Milch. Weil sie im Regal immer weniger kostet, haben Bauern in Österreich die Initiative Faire Milch gestartet. Was aber bedeutet fair in Europa und was heißt fair in armen Ländern? Rudi Dalwey ist seit Jahrzehnten ein Verfechter des fairen Handels. Das Netzwerk der kleinen Produzenten in Afrika, Asien und Südamerika ist immer wieder bedroht. Durch instabile Regierungen, Unruhen, Landraub, Ausbeutung und aggressive Konkurrenten auf dem Lebensmittelmarkt. Trotzdem ist die Nachfrage nach fairen Produkten gestiegen. Davon erzählt er in diesem Workshop in der EURAC am Tag der Entwicklungszusammenarbeit. Lebensmittel, Handwerk und Textilien aus fairer Produktion. Das bedeutet, die meist kleinen Produzenten, Bauern und Handwerker arbeiten unabhängig und unter fairen Bedingungen. Sie erhalten einen gerechten, garantierten Preis für ihre Waren. Diese werden umweltschonend und ohne Kinderarbeit hergestellt und über eigene Marktstrukturen verkauft. Trotzdem bilden faire Produkte immer noch eine Nische. Es ändert sich sehr langsam etwas, aber ich bin zuversichtlich. Nehmen wir zum Beispiel die Bioprodukte. Vor 30 Jahren waren das noch so die Außenseiter, die Bioprodukte konsumiert haben. Inzwischen kann sich kein Supermarkt mehr leisten, keine Bioprodukte zu führen. Also da ist das Bewusstsein sehr stark gestiegen. Im fairen Handel ist es ähnlich. Vor 30 Jahren wurde der erste Weltladen in Südtirol gegründet. Heute gibt es insgesamt 12 Läden mit steigendem Angebot. Der erfolgreiche Aufbau wurde im September bei einem Fest gebührend gefeiert. Die Läden sind zudem Treffpunkt für Informationsaustausch und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Probleme der Menschen in armen Ländern. Doch auch in Europa wird die Frage nach fairer Produktion und fairen Preisen immer brisanter. Wir haben als fairer Handel auch angefangen, Produkte, die zum Beispiel in Italien produziert werden. In Süditalien gibt es große Ausbeutungen auf den Feldern, Orangenplantagen, auf den Plantagen, wo die Tomaten geerntet werden, Olivenölherstellung. Leute, die 15 Euro bezahlt werden am Tag und in Situationen hausen, leben müssen, die unter jeder Menschenwürde sind. Und wir haben jetzt angefangen, als fairer Handel auch diese Produkte zu vertreiben. Einen fairen Preis für die Milch, das fordern auch Bauern in Oberösterreich. So haben sie vor einigen Jahren das Projekt A faire Milch gestartet. Auch in Österreich läuft die Politik, speziell im Milchbereich, falsch. Wir sind unterwegs in eine Wachstums- und Intensivierungssackgasse und die Akzeptanz in der Gesellschaft nimmt rasant ab und das müssen wir einfach ändern. Bei uns gibt es ein Bauernsterben, genauso wie es überall gibt. Das ist eine dramatische Entwicklung, aus meiner Sicht auch unnötig. Wir waren immer 16 Milchbauern, wir sind jetzt nur 6 und ich glaube, überall bleiben dann 2. Und damit ist auch nicht gesichert, dass dort auf lange Sicht Milchproduktion gibt. Ewald Grünsweil erzählt dem aufmerksamen Publikum von den Hürden, die sich auftürmten vor den aufmüpfigen Waldviertlerbauern, als sie der alten Genossenschaft den Rücken kehrten. Naja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Projekt, weil es von allen Seiten gemobbt wird. Das ist eigentlich was, was uns nicht zusteht. Es war für uns auch eine Überraschung, dass wir Listungen im Lebensmitteleinzelhandel zustande gebracht haben. Und man sieht natürlich auch, dass man, wenn man in den politischen Widerstand, so wie wir geht oder gegangen sind, dann hat man auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Das heißt, da gibt es überall Ermessensspielräume und wenn man Projekte für ein Projekt, Stallbauprojekt oder ähnliches Finanzierung braucht, dann musst du
zu einem Kammerberater gehen und der kann dann eben, der stellt dann fest, bist du ein braver Bauer oder bist du ein rebellischer Bauer, und der rebellische hat halt vielleicht sogar das Pech, dass das gar nicht finanziert wird oder in einen schlechteren Armen. Die Bauern, die als Verein organisiert sind, liefern die faire Milch nun an einen Verarbeiter in privater Hand. Im Supermarkt kostet der Liter faire Milch beträchtlich mehr als jede andere Milch. Die Bauern aber bekommen zusätzlich zum durchschnittlichen Milchpreis noch 10 Cent pro Liter ausbezahlt. Eine faire Geste der Verbraucher. Pro Jahr kriegen die Bauern auf einer Milchgeld dann zwischen 200 und 1000 Euro dazu. Also das ist für kleine Betriebe ein ganz schönes Zubrot. Noch steht das Projekt auf schwachen Füßen, obwohl viele Verbraucher es kennen und unterstützen. Das Werbebudget ist gering. Richtig Fuß fassen auf dem aggressiven Milchmarkt ist mühsam. Doch Grünsweil ist zuversichtlich. Die jungen Leute, überall auch bei uns in Österreich, mit Foodcops und anderen Dingen, die informieren sich und wollen sich anders ernähren und wollen sich einmischen. Und das brauchen wir. Wir brauchen die Gesellschaft, die soll sich und muss sich einmischen, dass wir dies wieder in die richtige Richtung bringen. Den jungen Leuten gehört die Zukunft und sie werden sich wohl noch stärker mit der Ernährungsfrage beschäftigen müssen als wir heute. Junge Leute waren auch die Hauptdarsteller am Vormittag in verschiedenen Workshops beim Tag der Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben uns dort umgesehen und umgehört. Wir haben davor eben so kleine Gruppen gebildet und darüber geredet, zum Beispiel eben die regionalen Produkte zu unterstützen, die Kleinbauern, die Bergbauern. Meistens neige ich dazu zu sagen, wenn die Politiker nichts tun, dann tue ich auch nichts. Aber eigentlich fängt es genau bei ihnen an, weil wenn man dann andere mitzieht und das dann eine Masse wird, dann wird das von den Politikern ernst genommen und auch wirklich dann kann man etwas erreichen. Und ich muss selber zugeben, dass ich da oft die Schuld von mir wegschiebe. Ich denke mir einfach, da muss man ein bisschen persönlich denken, was ist mir wichtig. Weil ich dass ich mehr aufs Geld schauen oder weil man logisch noch kauft man auch billig ein und unterstützt noch halt vielleicht nicht regional im Bauer. Oder ist mir wirklich die Qualität wichtiger und auch der Mensch hinter dem Lebensmittel? Man soll den Mut haben, etwas zu bewirken. Denn ein krasses Beispiel ist da zum Beispiel die Supermärkte, die schmeißen fast. Also Lebensmittel, die gerade verfallen sind, schmeißen sie weg, sperren den Container dazu, damit die Obdachlosen und Bedürftigen auch nicht das erreichen. Und da müssen dann unbedingt etwas tun. Ich finde es wichtig, dass man unsere Bauern und Landwirte unterstützt. Und man weiß auch teilweise bei uns da mehr, wo es verwendet wird, für was es kommt. Und ja, also es ist wichtig, dass man weiß, was man isst. Und das ist bei vielen Lebensmittel einfach nicht mehr der Fall. Und beim gemeinsamen Zubereiten von Gerichten aus fairen Produkten konnten sie praktisch erfahren, dass unser tägliches Brot mit der Ernährung für eine Welt im Gleichgewicht direkt zusammenhängt. Kleine bäuerliche Gemeinschaften zu stärken, damit sie sich selbst versorgen und übrige Produkte auf dem lokalen Markt verkaufen können, dafür setzt sich Oxfam Italia ein. Vor allem im südostasiatischen Raum, aber auch in Italien. Jeden Tag nimmt die Artenvielfalt ab. Es sind die Kleinbauern weltweit, die diese Vielfalt schützen und bewahren. Sie erhalten die notwendigen Ressourcen, die überlebenswichtig sind für die kommenden Generationen. Oxfam ist ein internationaler Verbund von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, die gegen Hunger und Armut auftritt, mit Sensibilisierungskampagnen in den westlichen Industrieländern und zahlreichen Hilfsprojekten in armen Ländern rund um den Globus. Nei paesi occidentali, dove si fa cultura di questo, dove si parla. In den Industrieländern wächst dieses Bewusstsein und die Nachfrage nach fairen Produkten steigt. Aber in den armen Ländern ist dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden. Dort reißen sich die Agrarkonzerne riesige Grundstücke unter den Nagel. Es geschieht ein gewaltiger Raubbau an Böden und Natur. Und die Bevölkerung ist mittendrin. Also die Aggressivität der Agrarindustrie nimmt zu. Quindi cresce anche l'aggressività del sistema agroindustriale. Noch ernähren die Kleinbauern dieser Erde rund 70% der Weltbevölkerung auf gerade mal 25% der Anbaufläche. Doch diese schrumpft weiter und der Bodenraub nimmt zu.
Jan Urhan ist für die Themen Landwirtschaft und Ernährung bei Incota Berlin zuständig. Incota ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher engagierter Menschen und Gruppen, die gemeinsam für eine gerechte Welt eintreten. Das Millenniumsziel, den Hunger zu beseitigen, ist nicht erreicht. Noch immer hungern 800.000 Menschen und 2 Milliarden sind mangelernährt, obwohl es genug für alle gäbe. Er bringt auf den Punkt, wer das verhindert. Problematisch ist der Klimawandel, die Folgen des Klimawandels für die globale Landwirtschaft. Problematisch ist das Thema Landgrabbing, also der Ausverkauf von riesengroßen Flächen von Land, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, wenn kleinbäuerliche Erzeuger den Zugang zu dieser produktiven Ressource Land verlieren. Ein großes Problem ist Agrosprit, das heißt also die Herstellung von Benzin und Diesel aus Pflanzen und diese klassische Konkurrenz zwischen Teller auf der einen Seite und dem Tank auf der anderen Seite. Ein viertes großes Themenfeld ist die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Das heißt, dass klassische Finanzmarktakteure an den Warenterminmärkten mit Nahrungsmitteln spekulieren und dazu sorgen, dass die Preise einerseits steigen, aber auch stärker schwanken, was Menschen im globalen Süden vor große Probleme stellt. Und der letzte Punkt ist vielleicht die große Rolle des Agribusiness, also von international tätigen Agrarkonzernen, die sich zunehmend Märkte vor allem in Afrika, aber auch in Asien aneignen und dabei kleinbäuerliche Produzenten verdrängen. Auch Europa ist mitschuldig an dieser Fehlentwicklung durch falsche Subventionen und fehlgeleitete Entwicklungspolitik. Sein Appell an uns Verbraucher: Wenn ich beispielsweise mir anschaue, wo lege ich mein Geld an, um darauf zu achten, das sozial und ökologisch nachhaltig anzulegen. Wenn ich zum Beispiel überlege, wie ernähre ich mich, mache ich das saisonal, regional, vielleicht auch mit relativ wenig Fleisch, dann sind das wichtige Ansätze. Genauso kann ich mich aber auch einfach engagieren, beispielsweise in urbanen Gärten, wo es darum geht, überhaupt mal nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie werden überhaupt Nahrungsmittel erzeugt. Oder ich engagiere mich in solidarischen Landwirtschaften oder ich engagiere mich gegen Essensverschwendung und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich für das Gusto jedes Einzelnen, jeder einzelnen Person die Möglichkeit, auf eine, würde ich sagen, einfache Art und Weise im Rahmen meiner Möglichkeiten mich zu engagieren. An die 400 Menschen waren am Abend dann noch bei der Podiumsdiskussion dabei. Organisiert wurde der Tag der Entwicklungszusammenarbeit vom Amt für Kabinettsangelegenheiten des Landes, das zusammen mit Partnern in 40 Ländern der Erde Hilfsprojekte finanziell unterstützt. Das war Land und Leben heute mit dem Schwerpunkt Ernährung für eine Welt im Gleichgewicht. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 12. November. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.